Inos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Days Gone. Es herrscht Schlechtwetter. Und das, könnte man auch sagen, betrifft auch das Gemüt vieler anderer hier auf der Insel. Wir haben beim letzten Mal gemeinsam mit der Beobachtung von Captain Khoury die Horde in Shemalt besiegen können mit den Napalm-Molotovs und sind ja zusammen aufgebrochen in Richtung Wizard Island. Dort allerdings wurden mittlerweile alle wichtigen Personen an Ingenieuren, Wissenschaftlern, ganz egal aus welchen Forschungsbereichen, zusammengezogen und sind nun in das Innere der Arche verfrachtet worden, ohne ausdrückliche Erlaubnis von Colonel Garrett kommt weder jemand hinein noch raus. Das, was ich schon damals angedeutet hat mit dem Arzt Jimenez, wo ich sagte, jo, das ist dezent mies. Common O'Brien, ich weiß, dass du mich hörst. Drifter? Hätte nicht gedacht, dass ich noch von dir höre. Dein Funkgerät war aus. Ja, ich hab's ausgestellt. Hör zu, ich brauche deine Hilfe. Ich höre. Eine Frau. Die Frau, die wir gesucht haben. Ich erinnere mich. Ich hab sie gefunden, O'Brien. Sie lebt. Das ist unglaublich, dass sie es rausgeschafft hat. Ist... Hör zu, ich hab keine Zeit. Ich hab sie gefunden, der Miliz festgehalten. Ich hasse das, wenn das passiert. Hör zu, ich hab keine Zeit. Ich hab sie gefunden, sie lebt. Mann verletzt! Hör zu, ich hab keine Zeit. Ich hab sie gefunden, sie lebt. Aber sie wird von der Miliz festgehalten. Von den Typen, die du erwähnt hast. Das tut mir leid. Hör zu, ich brauche dein verdammtes Mitleid nicht, ja? Ich brauche deine Hilfe! Sie halten sie fest und ich komme da nicht hin, okay? Du musst mir helfen. Okay, hör zu, ich brauche dein verdammtes Mitleid nicht, ja? Ich brauche deine Hilfe! Sie halten sie fest und ich komme da nicht hin, okay? Du musst mir helfen, sie zu befreien. Du weißt, dass das nicht geht. Einen Moment. Okay, aber zuerst musst du was für uns tun. Sag an. Ich mache alles. Lass dieses Mal das Funkgerät an. Ich melde mich. Okay, O'Brien. O'Brien! Verdammt! Scharfschützenhinterhalt, Gott, verdammt. St. John, hörst du mich? Weaver, ja, ich kann dich kaum noch hören. Schlechte Verbindung. Das ist die Höhle. Ein Wunder, dass das überhaupt funktioniert. Hey, ich weiß, wo du einen MP3-Player findest. Okay, wo denn? Ich war in einem Flüchtlingslager, einem Community College, das überrannt wurde. Das Community College östlich von hier, beim Highway 97? Ja, genau das. Mit so einem komischen Tier als Symbol. Egal, als wir weg mussten, musste ich alles zurücklassen. Auch meine Mucke. Scheiße, ich muss los. Meld dich, wenn du da bist. Weaver, Ende. Ich krieg das schon hin. Klar, Weaver. Was auch immer du meinst. Hab ich dich, Dreckskerl. Du lauerst heute keinen Drifter mehr auf. Ja, die, ich habe Sergeant Foster gefunden. Sie ist jetzt auf dem Rückweg. Hervorragend, Corporal. Danke, Sir. Ich melde mich später nochmal und frag, wie es ihr geht. St. John Ende. Das kommt jetzt erst? Jetzt erst? For real? Come on, Alter. Hör doch auf. Ich wollte gerade sagen, das war ein ziemliches Mash-up gerade. Drifter. Hörst du mich? O'Brien, okay. Wo zum Teufel warst du? Triff mich bei den Koordinaten, die ich geschickt habe. O'Brien, Ende. O'Brien? O'Brien? Oh, scheiße, er ist... Digga. Es ist ein ziemliches Mashup, muss ich sagen. Ach du meine Güte. Junge, da kommt ja alles gerade zusammen, ey. Manchmal hat man gefühlt nichts gehabt und jetzt wird man überschüttet
Mit Aufgaben, die es gilt abzuarbeiten. Jo, okay. Nee, wisst ihr was? Wir holen. Also, wir machen erst das, dann zum College, dann dahin und zum Schluss fahren wir zu O'Brien. Junge. Eine kleine Planänderung. Nein, aber. Colonel, was? Sir, mache Meldung. Ja? Corporal St. John, Sir. Ich wollte nachfragen, wie es Sergeant Foster geht. Foster, ja. Sie wird wieder. Danke, Corporal. In Ihrem Bericht loben Sie Ihre Taten und Ihren Mut. Man sollte Sie belobigen. Ja, danke, Sir. Sie ist eine Kämpferin. Wir sind alle Kämpfer, Bruder. Ja, Sir. St. John Ende. So. Jetzt aber. Ich hoffe mal... Ich hoffe, ich habe jetzt einen kleinen Moment, dass ich sagen kann, das war ein ziemliches Mash. Corporal St. John, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Corporal, gut, ja. Es gab noch einen Verräter unter uns. Er war ein Spion der Anarchisten. Anarchisten, schon wieder. Ja, Sie erinnern sich, er floh, bevor wir ihn verhaften konnten. Die Verfolgung Richtung Norden blieb erfolglos. Sein letzter Standort ist auf Ihrer Karte markiert. Wir brauchen ihn lebend, Corporal. Wir müssen herausfinden, was er hier wollte, was er weiß, was seine Gruppe plant. Okay, das sieht ziemlich nach einem Sumpf aus. Mal sehen. Ich bleib jetzt einfach mal auf der Karte, um wirklich mal ganz kurz an der Stelle einfach mal festhalten zu können, ne? Holy shit! Das war aber ein absolutes krankes Mashup von Dialogen und Monologen irgendwo auch dazwischen. Da kam ja alles zusammen, aber was zur Hölle? Ich meine, gut, das mit O'Brien, das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Das könnte auch interessant werden. Aber was zur Hölle? War denn das jetzt auf einmal mit Sergeant Foster? Junge, das liegt jetzt 3 Aufnahmen oder so zurück. Glaube ich, vielleicht mehr als das. Und jetzt kommen sie erst mit der Sache wieder auf? Hör doch auf. Das ist doch schon wieder ein alter Hut. Ich bitte euch. Ja, und hier ist noch mehr. Mehr Schierling, ich brauche mehr von dem Zeug. Das ist auch tatsächlich ein neuer Eintrag in der Pflanzenkunde von Highway 97. Da, Nummer 33, der letzte. Wasserschierling. Der Wasserschierling ist hochgiftig und zählt zu den giftigsten Pflanzen Nordamerikas. Besonders für Menschen ist er extrem gefährlich. Wenn er verzehrt wird, kommt es zu Störungen des zentralen Nervensystems, wie zum Beispiel Schlaganfällen. Und wisst ihr, was bei solchen Dingern immer das Krasseste ist? Um das in Erfahrung zu bringen, okay, noch ein bisschen mehr. Muss es ja Leute gegeben haben, die daran verreckt sind. Ne, also um sowas herauszufinden, muss es ja Testprobanden gegeben haben. Oder vielleicht auch Zufälle. Das sollte reichen. Gut, das wäre eine Sache. Dann nehmen wir den Weg. Ja, aber so wie ich das schon angedeutet hatte, ne? Als in der Beschreibung stand, finde Weaver's MP3.
Dann muss der ja irgendwo gewesen sein. Und dementsprechend, das war ja nicht die Rede von einem, sondern von seinem. Tja, so kam er damals ursprünglich. Corporal Sanchon, hier spricht Colonel Garrett. Bericht. Ja, Sir. Corporal, gut, ja. Es gab noch einen Verräter unter uns. Er war ein Spion der Anarchisten. Anarchisten, schauen Sie da. Ja, Sie erinnern sich, er floh, bevor wir ihn verhaften konnten. Die Verfolgung Richtung Norden blieb erfolgreich. Weaver, ich bin hier. St. John, okay, Mann. Hey, ich war in einem Zelt untergebracht, einer, wie heißt das Ding noch? So einer Nissenhütte. Sie stand direkt in der Mitte des Camps. Okay, was kannst du mir noch erzählen? Ich meine, die sehen alle gleich aus. Warte. Ja. Sie stand neben so einem Fahnenmast und da wehte unsere Flagge. Oh, wie patriotisch. Okay, gut, ich sehe mal nach. St. John, Ende. Jetzt wird sich gleich der Colonel nochmal melden, ne? Aber holy shit. Ich wusste gar nicht, dass es hier auch grafische Möglichkeiten noch gibt von der PS1. Damn! Da ging doch schon das Funkgerät. Und da war es wieder aus. Ach du meine Fresse. Selbst 3W1 hatte damals auf der PS1 bessere grafische Details als das Ding. Da kannst du dich ja dran schneiden. Wobei der Cybertruck von Tesla sieht vielleicht... Na, hat ähnliche Details. Junge. Was um alles in der Welt. Aber ja, irgendwas mit einem Spion der Anarchisten. Der Colonel wird sich garantiert nochmal melden. Ich hätte mich aber um den Kreischer bzw. die Olle hätte ich mich auch erstmal gekümmert. Hier sind sie. Hier, das muss es sein. Ja, und da wehte unsere Flagge. Hier spricht Ricky für Lost Lake. Kommen. Oh. Ja, Ricky, was gibt's? Ricky, Boozer, kann mich einer hören? Deacon an Lost Lake Camp, kommen. Ich wollte nur hören, was Eddie sonst noch braucht. Sie... Verdammt, Ricky, keine Ahnung. Iron Mike sagte... Boozman, Ricky! Mach sie fertig, Boozman. Mach sie fertig. Da ist die Flagge. Alles klar. Das ging schnell. Hier ist es. Ich hoffe, das Ganze ist es wert, Weaver. Da kann ich was draus machen. St. John, Captain Curry an Deacon. St. John, bitte kommen Sie zum Diamond Lake. Ja, Captain, ich höre. Verstanden. Also wahrhaftig, du bist ja hier echt momentan zugeschissen. Zugeschissen wirst du hier mit Aufgaben. Holy damn! Ach da. Oh nein, nicht schon wieder die Mine. Nein. Bitte nicht. Ein Job erfordert ein Bike, dann wird es wahrscheinlich eine Verfolgungsjagd werden. Also jetzt? Wirklich. Ey, krass. Nicht schon wieder so ein Polygon-Mash-up.
War das mal ein Gabelstapler? Soll das einer sein? Ich hoffe nicht. Junge, was ist denn? Digga! Was ist hier los? Einfach in der Matrix gefangen. Na, Kopfschmerzen. Als hätte man echt den Regler runtergeschraubt. Was ist denn da los? Mal gut, dass die Bäume noch nicht so aussehen. Ich meine, hier geht's ja wieder. Hier ist ja halbwegs noch die Welt in Ordnung. Ich will auch nicht allzu lange verweilen, weil ich höre noch irgendjemanden im Hintergrund. Was hat es mit dem Klicken auf sich? Endlich. Okay, Private Myers. Wo zum Teufel steckst du? Das Anarchistencamp. Ja, eben. Das war ja genau das von dem ich mal gesprochen habe, da ganz hinten in der Ecke. Dass das nochmal eine Relevanz bekommen würde, das war mir irgendwo schon klar. Ich meine, wenn ich die leise ausschalten könnte, wäre es auch schon ganz geil. Wenn ihr wegfahrt, dann ist mir das auch egal. Ne, die fahren genau dahin, wo ich sie nicht brauche. Shit. Ja gut, dann kommt halt der große Meinungsverstärker. Moment mal, war das etwa deine neuen Kunden? Da kommen welche! Scheiße. Und ich glaube, der Kopf ist nicht mehr dran. Wart ihr schon mal auf Wizard Island? Dann würdet ihr wissen, was es heißt, nicht zu hungern. Hier ist doch was. Das war ein. Besser ist es wohl für euch. Aber nicht so. Das beruht aus meiner Perspektive heute nicht auf Gegenseitigkeit. Macht euch da mal keine falschen Hoffnungen. Weg hier! Da kommt! Scheiße!
Die hätten gerade fast ihren eigenen Typen angeschossen. Ja, da oben sitzt auch noch, ja. Rauchgranaten haben sie auch. Die Leute sind gut ausgerüstet. Aber ich bin besser als ihr. Ich bin besser als ihr, Leute. Merkt euch das. Ob mit Verstärkung oder ohne. Ihr seid dem Untergang geweiht. Aber das wollt ihr ja als Anarchisten. Ihr wollt ja das Ende. Und das könnt ihr von mir aus auch kriegen. Aber irgendwo außerhalb muss ja trotzdem noch irgendwer sitzen. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber es wird mich nicht überraschen. Servus. Damit hat er nicht gerechnet. Ich glaube, der... Ach, der ist geflüchtet. Eventuell, ach so. Nein, nein, nicht hier lang. Das Problem ist, für die Waffe kriege ich noch keine Munition ran. Wobei, ich könnte sie, ja doch, eigentlich schon, ich könnte das bei der, ah, na sag schon, an meinen Satteltaschen auffüllen, aber, nee, das Ding möchte ich, wenn schon, ich meine, wir haben genügend Punkte, ja, so ist es ja nicht, dann möchte ich das Teil schon käuflich erwerben. Aha. Was haben wir hier? Ah, geht doch.
ist es. Er ist hier lang. Okay, was haben wir denn da? Ah. Ich würde mal sagen, Pech gehabt, Junge. Oh ja, hier sind sie. Okay. Okay, Meyers, du sagst ja Ruhe in Frieden, aber das lasse ich mal. Ja, tatsächlich. Ja, aber dann kann es ja eigentlich sich nur um diese Bibel gehandelt haben, die wir damals gefunden hatten. Oder als, ja, Charakter-Sammelobjekt in die Liste mit aufgenommen hatten. Weil viel mehr gab es ja eigentlich nicht. Aber da haben die Anarchisten halt auch, naja, ihn nicht in ihre eigenen Reihen mit aufgenommen. Aber die hatten eine gute Kolonne. Erstmal noch nicht Deacon. Erstmal noch nicht. Noch haben wir andere Aufgaben vor uns. Genau, erstmal quatschen wir jetzt mit O'Brien. Dann holen wir uns den Anarchisten-Spion. Dann geht es zum Diamond Lake und dann geht es zurück nach Wizard Island. Holy shit, Alter. Ja, wir haben noch einiges vor. Richtig, ne? Ja. Sehr gut. Oh, sogar am Folgetag. Dann hätte man ja auch an dem kleinen Lager da hinten kampieren können. Also, was willst du von mir, O'Brien? Ich bin froh, dass sie lebt, deine Frau. Okay, was genau willst du? Wie gesagt, die Infizierten, die Freaks, mutieren, manche schneller als andere. Aha. Wir haben einen Sender angelegt, um ihn zu verfolgen und ab und zu einzufangen, um Blutproben zu nehmen und den Fortschritt des Virus zu prüfen. Okay, was habe ich damit zu tun? Er ist jetzt im Milizterritorium. Ah, verstehe. Da komme ich an ihn ran. Ja, fliegen ist unmöglich, bewaffnete Außenposten. Ganz genau. Was ist das? Nachdem du ihn gefunden hast, musst du etwas für mich erledigen. Hier ist alles drin, was du für eine Biopsie brauchst. Wir brauchen Blut- und Gewebeproben. Schaffst du das? Ja, das kriege ich schon hin. Übrigens, hübsche Uniform, Corporal. Steht dir gut? Leck mich. Das Signal kommt irgendwo aus der Richtung von Mount Scott. Da ist eine Höhle, eine Eishöhle, südlich des Bergs. Die Eiswind-Lava-Höhle. Das Subjekt, das du verfolgst, hat einen extrem erhöhten Metabolismus. Es ist wohl dorthin unterwegs. Wenn du im Innern bist, müsstest du etwas überprüfen. Da ist ein Team von uns, zu Fuß. Sollten das Subjekt suchen, kam nicht zurück. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Es gibt Leute hier, die sie sehr vermissen. Also, was kannst du mir sonst noch über diesen Freak sagen, den ihr verfolgt? Wir wissen noch nicht alles. Wir wissen nur, dass die Infizierten mutieren. Die Viecher haben Millionen Jahre an Evolution übersprungen. Sie scheinen Schwarmintelligenz zu entwickeln und über Pheromone zu kommunizieren wie Ameisen, Bienen und andere. Weißt du, für mich hört sich das Ganze echt nach einem Haufen Schwachsinn an. Glaub, was du willst. Wenn du unser Testobjekt siehst, wirst du verstehen.
O'Brien Ende. Feldnotiz. Bevor ich den Part jetzt beende, das darf ich jetzt nicht vergessen. Feldnotiz 2104. Da. O'Brien nimmt an, dass Homo sapiens Mutans Turba über Pheromone miteinander kommunizieren. Ja, dann werden wir das noch eben kurz abspielen lassen und dann werde ich den Part beenden. Okay, ja gut, das war einfach das, was er eben uns ja auch schon über Funk hat wissen lassen. Nur in ganz dezent abgewandelter Art und Weise. Yo. Okay. Das wäre dann der nächste Stopp auf unserer quasi einmal großen Tour vom Crater Lake über den Highway 97 und auch wieder zurück. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Days Gone.